Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie so wahnsinnig zahlreich erschienen sind. Das ist jetzt hier meine, weiß ich nicht, wievielte Moderation, aber das hatte ich noch nicht. Also, wir haben nicht wegen mir geklatscht, das weiß ich, aber dass eine Autorin hier auf dem Tatsofa sitzt, die, bevor sie noch überhaupt ein Wort gesagt hat, schon applaudiert wird. Wow. Ja. Oh, das ist wahnsinnig laut. Ich höre mich an wie so ein... Kann man mich hiermit jetzt hören? Ja, ne? Ja, das tut auch ganz gut, weil ich eine Menge Ohrfeigen bekommen habe auch dafür. In der Tat, in der Tat. Und was sehr schön war, noch vor einer Stunde ungefähr kamen zwei Fans von Ihnen hier vorbei und wollten wissen, ob Sie noch Bücher signieren. Zwei Damen, die alle ihre Romane gelesen haben und die sagten, dass sie extra nur hier angereist sind, um hier auf dem Taz-Sofa Ihnen zuzuhören. Ich fand das ziemlich, ich fand das total... Dankeschön, herzlich willkommen. Sind die beiden da in der Mitte? Ich fand das ganz toll. Ich habe Ihnen das ja vorhin schon erzählt. Ich möchte es trotzdem erzählen. Ich habe kein einziges Buch von Ihnen gelesen. Dann hat der Verlag gefragt, ob wir Sie hier einladen wollen, ob wir Sie hier vorstellen wollen. Und man hat mich gefragt, ob ich das moderiere. Sag ich, ach klar, warum nicht? Dann kann ich mal ein Karen-Duwe-Buch lesen. Bevor ich das aber gelesen hatte, weil ich das Buch kam irgendwie später, als die Rezensionen dann schon in den Zeitungen waren, las ich diese Rezensionen. Und dachte, oh Gott, was habe ich denn dazu gesagt? Das muss die Hölle sein. Einige von Ihnen haben die ja sicherlich auch gelesen. Dann las ich dieses Buch und schon nach 20, 30 Seiten dachte ich, habe ich die richtigen Rezensionen zu dem richtigen Buch gelesen, weil es so überhaupt nicht dem entsprach, was ich da las. Ich habe laut gelacht an mehreren Stellen. Mir blieb das Lachen zwar auch im Hals stecken, aber nichts von dem, was in diesen Kritiken stand, fand ich in dem Buch eigentlich wieder. Es waren ja in der Regel... Männer mittleren bis älteren Alters, die neue Buch von Karen Duwe, was Macht heißt, ich würde nicht mal sagen verrissen haben, sondern wirklich mit so Keulen, also wirklich so Kannibalen, die mit Keulen aufeinander losgehen, versucht haben einfach kaputt zu machen. Das Schöne daran ist ja, offensichtlich hat Karen Duwe etwas getroffen, was diese Männer fertig macht. Sehen Sie das auch so? Also konnten Sie damit irgendwie, konnten Sie einfach lachen und sagen, habe ich ja was richtig gemacht, wenn die sich auf den Schlips getreten fühlen? Na, ich lebe davon. Ich konnte darüber überhaupt nicht lachen, solche Kritiken zu kriegen. Aber ich habe damit rechnen müssen, dass es ein radikales Buch ist, weil es ein Buch ist, das sehr stark Stellung bezieht. Und dann ist es klar, dass Rezensenten, die dann die gegenteilige Meinung haben oder die sich auch so eine Erkenntnis, die in dem Buch dann drinstecken könnte, nicht stellen wollen, dass die dann irgendwie sehr pampig reagieren, da muss man einfach mit rechnen. Das war dann aber auch doch, ich habe mich schon ein bisschen erschrocken und so richtig gelacht habe ich auch nicht. Ja, okay, ich kann das schon nachvollziehen. Kommen wir mal zu dem Buch, es heißt Macht, es hat einen sehr hübschen Einband, das ist ein Rapsfeld, spielt eine Rolle in dem Buch, ich versuche es kurz zusammenzufassen. Es ist aus der Ich-Perspektive eines Mannes geschrieben. Sebastian, eigentlich um die 70, also biologisches Alter um die 70. Der Roman spielt aber im Jahre 2031, wo es schon eine Pille gibt, die nennt sich Efebo. Eine Verjüngungspille, also man kann sein Alter drastisch absetzen. Also man... Ja, wie ist das eigentlich? Verlangsamt es den Alterungsprozess oder kann man sich tatsächlich richtig verjüngen? Na, es geht richtig ums Verjüngen. Alterungsprozess bedeutet ja auch nicht, dass wir immer abgegrabbelter sind und wir immer die gleiche Haut haben, die dann immer mehr gelitten hat, sondern der Körper reproduziert sich so alle 7 Jahre ungefähr, nur die Zellen arbeiten nicht mehr so gut. Das heißt, die stellen uns nicht mehr so hübsch her, wie sie uns mit 16 hergestellt haben, sondern jedes Mal kommen dann ein paar Defekte dazu. Und diese Efebo-Pillen, die greifen dann natürlich ein und sorgen dafür, dass das alles repariert ist und wieder genauso schön ist, wie das mit 20 oder 30 funktioniert hat. Je mehr man davon nimmt, umso jünger kann man sein, aber umso größer ist auch das Risiko. Es birgt ein Risiko, ja, diese Verjüngungspille in Ihrem Roman, denn wenn man die nimmt, steigt das Krebsrisiko recht stark. Und wenn man an Krebs erkrankt, dann hat man kein Recht, sozusagen die keinen Versicherungsschutz. Man muss dann die Behandlung, Krebstherapie selber bezahlen. Das ist also der Preis dafür, dass man jünger werden darf. Das ist natürlich auch das Tolle an dieser Pille, dass sie nicht nur das Gesundheitswesen dadurch saniert im Jahre 2031, dass alle Alterungserscheinungen, alle Alterszipperlein, Demenz oder Parkinson oder was immer es gibt, alles ist nicht mehr der Rede wert,
Und gleichzeitig müssen die Leute, die diese Pille übernehmen, auch unterschreiben, dass sie, wenn sie an Krebs erkranken, eben darauf verzichten, nur also wirklich nur so eine Grundversorgung bekommen und nicht gegen Krebs behandelt werden, richtig? Und das ist dann die Rettung für das Gesundheitswesen, das im Jahre 2031 sonst furchtbar brach gelegen hätte. Jetzt haben wir natürlich den, oder ich zumindest, ist ja mein Job jetzt gerade, den Plot eigentlich noch nicht so richtig zusammengefasst. Dieser Mann jedenfalls erscheint jetzt so um die Mitte 30, ne, ungefähr. Und seine ehemalige Frau, sie sind glaube ich noch verheiratet, aber sie hat ihn verlassen, war, bevor dieser Roman anfängt, Ministerin für, das muss ich jetzt ganz kurz, ich mache es von dem Klappentext hier, war Ministerin für, weil sie hat sehr viele Titel, für Umwelt, Naturschutz, Kraftwerk, Stilllegung und Atommüllentsorgung. Diese Frau wollte diesen Sebastian, ehemaliger Ökoaktivist, Greenpeace-Aktivist, hat Wale, war beim Wale-Retten dabei. Diese Frau wurde von ihm jetzt in einen Keller gesperrt, einfach damit sie nicht gehen kann. Und in diesem Keller passieren ziemlich schreckliche Dinge. Die naheliegende Frage ist natürlich, wenn Männer Frauen in Keller sperren, sie dort sexuell missbrauchen, ihr ansonsten aber alle die schönste Küche, die sie auftreiben können, hinstellen, die Frau zaubert bezaubernde Essen dann in diesem Keller auf den Tisch, wenn der Mann zu Besuch kommt. Die Frage ist, ob diese Keller, also so, man denkt einfach sofort daran, wenn man Keller und diese Konstitution oder diese Anlage von Charakteren hört, an Natascha Kampusch und Fritzl. Ja, natürlich. Das waren die Ereignisse, die das ausgelöst haben, wo ich gedacht habe, ich möchte darüber ein Buch machen und zuerst sollte es auch ein Krimi sein. Ich habe nur deswegen auf Science Fiction dann umgesattelt, weil ich gemerkt habe, wenn ich die Figur als normalen Mann anlegen will, der zwar extrem ist, der aber noch nicht jemand ist, der in die Psychiatrie gehört, der kein vollkommener Psychopath ist, was es sehr langweilig sonst machen würde, dann muss ich ein Setting haben, wo das glaubhaft ist, dass normale Menschen plötzlich Dinge tun, die vorher völlig außerhalb ihrer Vorstellungskraft lagen. Und da ist ein Weltuntergang, glaube ich, ein ganz schönes Szenario. Also im Jahr 2031 wissen die Menschen halt, in 5 Jahren geht die Welt unter, vielleicht auch erst in 7 oder 8 Jahren. Aber es ist mehr als unwahrscheinlich, dass noch irgendwas dagegen gefunden wird. Genau, das ist, es gibt mindestens zwei Ebenen in diesem Buch. Das eine ist eben das Szenario, die Welt geht unter, das ist klar. Und zwar aufgrund des Klimawandels. Es gibt drastische Orkanstürme, Klimawandel ist da, Dürre und so weiter. Und das Setting ist aber, also der eigentliche Stoff, über den sich die Rezensenten natürlich auch so aufgeregt haben, war ja weniger die Darstellung des Klimawandels, sondern die Darstellung eben dieses Mannes, der eben auch ein normaler Mann ist. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, wo mir dann viele auch nicht folgen wollen, weil mich an den Fällen Natascha Kampusch oder auch Fritzl nicht das Abgründige vorrangig interessiert hat und nicht das, was man nicht fassen kann, sondern das, wo man denkt, vielleicht hat das doch ein bisschen was mit normalen Menschen zu tun. Vielleicht ist der Wunsch, so viel Kontrolle über jemanden zu haben oder über jemanden so verfügen zu können oder in einer Situation zu sein, in der man jemand anderem maßlos überlegen ist, gibt es das denn nicht auch innerhalb einer Gesellschaft? Gibt es das nicht auch innerhalb einer Paarbeziehung? Und dann habe ich angefangen, also eigentlich die Stellen rauszuarbeiten, wo ich das wiederfinde, in ganz normalen Sachen, also, und dann das umzusetzen in diese ganz schreckliche Situation, sodass wir einen Mann haben, der zum Beispiel so ganz beleidigt darauf reagiert, dass seine Frau ihm irgendwie widerspricht und er sich als Opfer fühlt, aber eben in einer ganz, ganz absurden Situation, wo völlig klar ist, dass er nicht das Opfer ist, sondern der Täter. Und das ist möglicherweise dann auch so ein bisschen schwerer zu verdauen. Er ist nicht nur Ökoaktivist gewesen, oder Greenpeace-Aktivist, sondern er ist eben auch, er nannte sich selber auch Feminist und vertritt das ja auch nach draußen. Dann gibt es aber relativ spät im Roman, wird er von einer von ihm angebeteten ehemaligen Mitschülerin, die er nach etlichen Jahrzehnten auf einem Klassentreffen wieder begegnet und dann eine Affäre beginnt, die landet dann auch in diesem Keller irgendwann, weil auch sie irgendwie droht, ihm zu entgleiten. Nein, sie entdeckt das Geheimnis. Sie entdeckt sein dunkles Geheimnis, Entschuldigung, diesen Keller eben. Und dann kann er nicht anders. Er findet keinen anderen Ausweg mehr, als sie auch gleich mit einzusperren, diesen Keller. Was natürlich furchtbar tragisch ist,
da das jetzt nicht die Geschichte ist von jemandem, der jemanden in seinen Keller sperrt und dann alles Mögliche mit dir anstellt, sondern das ist nur das Setting. Die Geschichte ist jemand, der sich plötzlich ganz doll verliebt in eine Frau und mit ihr eine Beziehung auf Augenhöhe führen möchte und mit dieser alten Geschichte abschließen möchte. Also der sitzt plötzlich vor dem Problem, ich bin verliebt, die findet mich auch toll, ich habe mein Leben lang für die geschwärmt, jetzt kann mein Leben erst losgehen, ich habe auch noch diese Jugend plötzlich wieder wie früher, alles wäre toll, hätte ich da nicht diese Frau im Keller und die nervt und die ist jetzt schuld daran, mal wieder, meine Frau ist wieder schuld daran, dass ich jetzt nicht glücklich werden kann und er sieht sich da wieder als Opfer und muss die loswerden. Genau, und er sagt eben an einer Stelle im Gespräch mit Elsa, Ellie. Das ist, glaube ich, schon, als sie das Geheimnis entdeckt hat, und dann sagt ihm, wieso, du warst doch eigentlich immer der Vorzeigefeminist, du warst mir immer der sympathischste Typ. Und dann daraufhin sagt er irgendwann, na, das habe ich nur gemacht, um die Frauen zu beeindrucken, weil anders kriegt man keine Frau rum. Man muss sozusagen vorgeben, Feminist zu sein. Warum sagt er das? Ich glaube, dass das eine ganz weiter verbreitete Haltung ist. Es kann sich keiner mehr in der Öffentlichkeit heute erlauben, irgendwie zu sagen, Frauen gehören unterdrückt, Frauen sind dümmer, Frauen sind das Geschlecht, über das wir verfügen sollten. Das kann keiner sagen. Das heißt ja nicht, dass das nicht irgendjemand auch denken kann, dass nicht einer denkt, okay, jetzt kommen die schon wieder mit ihrer Quote. Und Das muss doch gemacht werden darüber, über Fähigkeiten, über Kompetenzen. Das ist doch Quatsch, das ist doch ungerecht, wenn die über Quote reinkämen. Aber wenn Frauen tatsächlich so kompetent sind wie Männer, wenn die gleichen Fähigkeiten haben, wieso passiert das dann nicht, dass wir eine Frauenquote von 50% haben? Entweder werden sie nicht reingenommen und ich glaube, dass viele denken, in Wirklichkeit können die das eigentlich gar nicht. In Wirklichkeit, die wollen jetzt alle an diese Posten, aber die sind dem überhaupt nicht gewachsen. Da sollen wir jetzt eine Quote einführen und das wird ein totales Desaster, wenn wir da jetzt diese Frauen zwangsweise reinnehmen müssen. Wir werden alle pleite gehen, nur wegen diesem Feminismus-Quatsch. Dass eigentlich wirklich viele denken, nee, die können das nicht so gut, die sind ein bisschen döver. Und das kann aber keiner offen sagen, deswegen sagt man, nee, das ist ungerecht, das muss über Kompetenz gehen und über Freiweiligkeit, weil sich keiner traut, das auszusprechen, was er eigentlich im Sinn hat. Eine weitere naheliegende Frage, das Buch fängt mit dem Wort Ich an, ich hoffe, ich lüge nicht, ist so, ne? Ja, ich glaube, so ja. Es fängt sehr, sehr oft, möglicherweise alle Kapitel sollen mit Ich anfangen. Ich, geschrieben von einer Frau. Es ist aber die Perspektive dieses Mannes. Also Sie haben sich entschieden, die Perspektive von Sebastian aus dieser Perspektive zu schreiben. Wussten die das von Anfang an? Man muss vielleicht auch dazu sagen, der Roman ist sozusagen entstanden, ja nicht als Abfallprodukt ihrer Recherchen, sie hatten den geplant, haben aber vorher sozusagen ein Essayband über das Thema veröffentlicht und dann den Roman weitergeschrieben. Beinahe. Ich habe mit dem Roman angefangen. Ich wollte endlich wieder einen Roman haben. Und habe dann gemerkt, dass ich mal wieder überrecherchiert habe. Das ist ein Fehler, den ich ganz oft mache, dass sich wahnsinnig viel angesammelt hat. Und dass ich irgendwie auf nichts verzichten mochte, aber merkte, dass mir der Roman aus allen Nähten platzt, dass ich furchtbar ins Erklären und Entwerfen komme. Und da habe ich gesagt, nee, das wird jetzt ausgelagert und dann ist da Ruhe. Und dann kann ich beim Roman auch ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr rumspinnen, mich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und muss nicht mehr so ganz penibel an der Realität entlang schreiben, weil das einem im Roman sowieso nicht geglaubt wird. Also dafür dann das Sachbuch. Und wann kam die Entscheidung, diesen Roman aus Perspektive dieses Sebastians zu schreiben? Ja, ging ganz lange hin und her. Ich habe auch verschiedene Sachen ausprobiert und habe dann gemerkt, das, was mich am meisten interessiert, ist halt in diesem Kopf von so einem Mann mitzufahren, den Leser da mit einzuladen, beziehungsweise da auch zu entführen und mit in diesen Kopf dieses Mannes zu stecken, weil das die einfachste Art ist, um diese merkwürdige Art zu denken auch vorzuführen. Also es ging darum, diese Art von Argumentation, keine Verantwortung übernehmen, Schuldzuweisung, indem man ihn so von Moment zu Moment begleitet und manchmal ist er eben ganz fit und dann kommt plötzlich wieder eine Situation, in der er sich einfach drückt davor, irgendwie der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Kennen Sie denn Männer, die Ihren Roman gelesen haben, die sagen, ja, so ist es?
Also direkt, ja, so ist es, hat keiner gesagt. Aber ich kenne eine Menge Männer, die, denen der gefallen hat. Ich habe den auch in meinem Verlag bei männlichen Verlegern da nicht durchsetzen müssen, sondern offene Türen eingerannt und fand das auch sehr souverän und habe das Gefühl, dass die das durchaus verstanden haben, dass die jetzt nicht den gedruckt haben, weil sie nicht begriffen haben, was ich damit meine, sondern die wussten ganz genau, was sie tun. Vielleicht lesen Sie mal ganz kurz eine Passage vor. Wir hatten uns ja ein bisschen, oder es war Ihr Vorschlag, die härtesten Stellen. Nein, ich lese nicht die härtesten Stellen. Aber ich lese ein bisschen was Härteres, als ich jetzt beim Seniorenfunk gelesen hätte. Wieder zu Hause gehe ich als erstes in den Keller, um Christine Gesellschaft zu leisten, mich ein wenig mit ihr zu unterhalten und ihr die Zeit zu vertreiben. Mir ist bewusst, dass es nicht besonders angenehm sein kann, 48 Stunden lang allein in einem geschlossenen Raum ohne Fenster zu verbringen. Und sie lässt ja auch keine Gelegenheit aus, es mir unter die Nase zu reiben. Also räume ich die Konservendosen aus dem Kellerregal, die Erbsen und Wurzeln und die Tortenpfirsiche, schiebe das Regal zur Seite, drehe die Schrauben aus der Sperrholzplatte und drücke die Zahlenkombination, um die Stahltür zu öffnen. Voilà, schon bin ich in meinem kleinen Geheimreich des Trostes, meiner Schutzzone. Genug Platz für ein altmodisches französisches Messingbett, eine kleine gelbe IKEA-Sitzecke inklusive Beistelltischchen und eine IKEA-Kücheninsel mittendrin. Es riecht nach Plätzchen. Frisch gebackene Plätzchen, ein Geruch, den ich sehr liebe. Christine steht in einer rosa-weiß karierten Schürze am Herd und hält mit rosa-weiß karierten Topflappenhandschuhen das Backblech. Vor 4 Monaten hatte sie eine Phase, in der sie sich fürchterlich gehen ließ, aber ich habe einiges klargestellt und jetzt sind ihre Lippen in einem zarten, zu ihrem Nagellack passenden Pastellton geschminkt und die Augenbrauen sind zu einem runden Bogen getrimmt, der ihren Augen einen fragenden und intelligenten Ausdruck verleiht. Unter der Schürze trägt sie ein hellblaues Blümchenkleid und ihre blonden Haare fallen bis zu den Schultern herab, wo sie in schönster Natürlichkeit einen Bogen nach außen beschreiben. Sie lächelt mich an. Aber ich weiß, dass ich ihr nicht trauen kann und deswegen ziehe ich zuerst die Stahltür zu und während Christine das Blech auf den Herd stellt, sie hat Spitzbuben gebacken, kleine dunkle Teigklumpen mit halbierten Walnusskernen obendrauf, meine Lieblingskekse, beuge ich mich über die Tastatur, damit sie nicht erkennen kann, welche Zahlenkombination ich eingebe. Dann lasse ich sie dicht an die Wand treten, dorthin, wo ich 3 Metallringe mit Karabinerhaken ins Mauerwerk gedübelt habe, einen in Kniehöhe, einen in Schulterhöhe und einen über Kopfhöhe und hake die Kette, die an Christines Halsband befestigt ist, so straff wie möglich in den mittleren. Ich weiß, das klingt jetzt alles ganz furchtbar. Kette und Halsband, da denkt man gleich an Inquisition oder SM-Studio. Aber ich bin kein Perverser. Bloß ein Mann mit seinen ganz normalen Bedürfnissen. Ich würde mit Freude auf das mittelalterliche Kettengerassel verzichten, aber bei einer Frau wie Christine ist das nun mal nicht möglich. In den 2 Jahren, seit sie hier unten lebt, hat sie 11-mal versucht, mich ernsthaft zu verletzen. Sie hat ein Stuhlbein abgeschraubt und mir über den Scheitel gezogen, hat versucht, mir heißes Wasser ins Gesicht zu schütten, mir einen Holzlöffel in den Rücken zu rammen, dessen Stiel sie mit ihren Schneidezähnen spitz geschabt hatte. Und einmal hat sie sogar das Starkstromkabel aus dem Herd gerissen und mich unter dem Vorwand, der Herd funktioniere nicht mehr, ob ich mir das nicht einmal ansehen könne, in die Nähe gelockt. Und zwischendurch hat sie mir immer wieder überzeugend vorgespielt, sie würde jetzt einlenken, hätte endlich aufgegeben, sich mit der Situation abgefunden und sei bereit zu kooperieren. Über Wochen, ja Monate hat sie das jedes Mal durchgezogen, bis ich mich in Sicherheit wiegte, ihr beinahe schon vertraute und bei der ersten kleinen Nachlässigkeit von mir, zack, schon hat sie wieder zugeschlagen. Es lässt sich also vielleicht nachvollziehen, weswegen ich sie bei jedem Besuch zuerst an der Wand fixiere, nach Waffen abtaste und danach gründlich den Raum inspiziere. Total klar, also ja. Überhaupt keine Frage. Mich hat die Darstellung dieses Manns
deswegen wollte ich da vorhin auch drauf eingehen, erinnert an Rassisten, die immer sagen, ich bin kein Rassist, aber. Und dann folgen sämtliche Stereotype, vielleicht nicht sämtliche, aber doch die meisten. Das ist ja wirklich so ein Identitätsmodell heute geworden, darauf haben Sie ja vorhin angespielt. Ich habe nichts gegen Frauen, aber. Also willst du diese Formulierung, was Sie vorhin sagten, niemand kann heute mehr sagen, Ausländer sind blöd oder nicht. Jetzt kommen wir aber zur AfD, die auf einmal da ist. Also irgendwie hat mir ganz viel beim Lesen in Ihrem Roman hat mich an AfD-Sprech tatsächlich erinnert. Jetzt mal sozusagen kurz weg von dem Roman, ist diese Dystopie, die Sie da zeigen, auch ein Teil, also die schlechte Laune, sage ich mal, die das Buch macht, kommt die auch ein bisschen von dem politischen Eindruck, der in Deutschland herrscht? Denn das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen überholt beim Schreiben. Auch also ich hatte eigentlich erst die ganzen Mauern um die Länder hochgezogen gegen die Klimaflüchtlinge. Und dann gab es plötzlich Flüchtlinge, die aus anderen Gründen schon unterwegs waren. Und dann dachte ich, oha, ja. Und das, genauso ist das jetzt mit diesen Wahlergebnissen. Das habe ich jetzt auch nicht vorher gesehen und mir schon gar nicht gewünscht. Es ist aber natürlich eben auch bei diesen Gruppen so und jetzt eben nicht nur bei der AfD, sondern auch bei so konservativen Religionsgruppen, also auch einige von meinen Schriftstellerkollegen und Kolleginnen finden es plötzlich wieder ganz toll, dass die Messe in der katholischen Kirche auf Lateinisch gehalten werden soll und mit dem Rücken zum Publikum. Und das sind alles so Lebensentwürfe, die auch immer beinhalten, dass die Frauen wieder an ihren Platz gehören und der Gender-Wahnsinn aufhört, also die Toleranz gegen Menschen, die in irgendeiner Weise anders sind oder sein möchten, als die meisten halt, die so rumlaufen. Interessanterweise ist in ihrem Roman, es gibt ja auch eine Regierung, da kamen wir noch gar nicht drauf zu sprechen, es gibt ein neues Wahlrecht, es gibt eine neue Währung, Dinge, die wir nicht kennen, das Wahlrecht, vielleicht schildern Sie noch mal kurz, was die Kritik sozusagen an dem aktuellen Wahlrecht ist, weil die wird ja da sozusagen aufgehoben. Ja, und ich sage der Deutlichkeit halber vorweg, das ist nicht meine Meinung jetzt, dass das so gemacht werden muss mit der Demokratie, auch ich bin der Meinung, eine kontrollierte Demokratie ist möglicherweise keine Demokratie mehr. Aber, jetzt fange ich auch schon so an, ne? Mit aber, ja. Also eigentlich doch. Also der Knackpunkt in der Demokratie ist ja, was wir jetzt bei den letzten Wahlen eben auch gesehen haben, dass sich dort natürlich die sich da zur Wahl stellen, das ist immer eine bestimmte Art von Menschen, nämlich sehr dominante, sehr durchsetzungsfähige Menschen, oft auch egoistische, nicht unbedingt die besonders sozial funktionieren, nicht so richtig die Netten, weil die Netten haben auch nicht so furchtbar viel Ehrgeiz und sind auch nicht bereit, irgendwie sich 60, 70, 80 Stundenwochen anzutun, um dann irgendwie so einen Job zu haben, in dem sie keine Zeit mehr für Familie, Freunde, geschweige denn das ein gutes Buch oder einen Film oder sonst was hätten. Also haben wir immer eine bestimmte Art von Menschen, die an die Macht drängen und die Politik wird immer auf die gleiche Art erledigt. Egal, welcher Partei man dann angehört, da kommt immer so ein ähnlicher Typus nach oben. Und deswegen wird in der kontrollierten Demokratie das passive Wahlrecht eingeschränkt, nämlich es dürfen nur noch die Menschen sich zur Wahl stellen, die vorher einen Test haben über sich ergehen lassen, dass sie psychisch gesund sind, dass sie zum Beispiel keine Psychopathen sind, weil es davon nämlich mehr gibt in der Politik als in der Durchschnittsgesellschaft. Und sie müssen einen Kompetenztest auf soziale Kompetenz eben ablegen. Also ich fand die Vorstellung ganz charmant, dass es solche Tests gibt. Die Frage ist natürlich, welche Kriterien man dann da wer kontrolliert diese Tests, genau. Wer entwickelt diese Tests, wer hat die Kontrolle über die Auswertung dieser Tests, da hapert es dann wieder sehr. Ja, aber ich glaube, da braucht man dann auch einfach so eine gewisse Form von Humor. Man kann vielleicht sagen, man muss irgendwie 8 Stunden durchmoderieren und wer da immer noch eine super Figur macht, die Leute zum Lachen bringt, wird Bundeskanzlerin. In Ihrem Roman gibt es ja eine Bundeskanzlerin, die heißt Olaf Scholz. Warum Olaf Scholz? Ich glaube, ich habe dem armen Mann was ganz Furchtbares angetan damit, weil das eben ja auch immer von Bundeskanzlerin die Rede ist. Wollte ich gar nicht. Ich kann mir Olaf Scholz wirklich als super Bundeskanzler vorstellen. Das ist jemand, der Verantwortung übernimmt, der auch nicht so fürchterlich eitel ist, der nicht so sein eigenes Süppchen da kochen will, sondern der da sich ranmacht und das muss jetzt verwaltet werden und organisiert werden und wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dass wir eben jetzt nicht so einen glamourösen Typus brauchen, sondern so jemanden, der das macht.
Also der, das wird ja nicht beschrieben, aber der hat also diesen Kompetenztest bestanden. Der hat ihn ganz, ganz offensichtlich dann bestanden. Das heißt ja eben auch nicht, also da ist ja immer, das ist so der zweite Irrtum, dass da von Staatsfeminismus die Rede ist. Aber Staatsfeminismus heißt nicht, die Frauen herrschen über die Männer. Das ist, glaube ich, alles immer so gelesen worden. Staatsfeminismus heißt, Frauen herrschen. Staatsfeminismus heißt Gleichberechtigung, heißt eine Frauenquote von 40-50% und bestimmte Werte, die als weiblich belegt sind, dass die hochgehalten werden, nämlich eben wie Demokratie, wie Liberalität, wie Toleranz, Gerechtigkeit, Gleichheit, Fairness, bisschen Fürsorge für die Menschen. Das ist mit Staatsfeminismus gemeint und nicht, jetzt müssen die Männer alle kuschen. Die Frage wäre, würde Frauke Petri so einen Kompetenztest bestehen? Ich muss das nicht beantworten, oder? Also Frau sein allein, auch im Staatsfeminismus, wäre Frau sein allein noch wäre keine Zulassung, also keine Kompetenzbescheinigung. Das ist kein abendfüllendes Programm, Frau zu sein, sondern es geht um bestimmte Werte, die man verinnerlicht haben muss und die sehe ich da nicht. Ich würde jetzt gerne noch einmal kurz auf was Privates eingehen. Zwar las ich, dass Sie in Hamburg geboren sind, aber in der Märkischen Schweiz leben. Ich weiß gar nicht, wo die Märkische Schweiz ist. Brandenburg, ja. Sie sind freiwillig in die Märkische Schweiz gezogen? Ja. Ich bin freiwillig in die Märkische Schweiz gezogen. Ich bin der Liebe wegen in die Märkische Schweiz gezogen. Ich wäre jetzt, und das war jetzt auch nicht so, dass ich so verliebt war, dass ich überall hingezogen wäre. Ich wäre jetzt nicht nach in die Nähe von Düsseldorf gezogen zum Beispiel, aber so in etwas weiter als der Speckgürtel von Berlin, ist halt sehr teuer, und etwas außerhalb dieses Speckgürtels von Berlin lebe ich jetzt. Die Liebe hat sich auch erledigt, aber ich wohne trotzdem immer noch sehr gern in der Märkischen Schweiz, aber ich bin immer fürchterlich am Diskutieren auch mit vielen Nachbarn. Ja, weil also ich lebe in Berlin und das Einzige, was wir kennen aus Brandenburg, ist eine Zeile von einem berühmten Sänger Brandenburg, da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden niemanden zum Verprügeln. Also, das ist unser Eindruck von Brandenburg. Also das heißt landschaftlich wunderschön. Ich bin in einem ganz süßen, ganz reizenden Dorf, wo die Leute mich mit offenen Armen empfangen haben. Und ich bin da übrigens mit meiner Freundin damals hingezogen und das war überhaupt kein Problem. Es war zwar auch kein Thema, aber es war auch echt kein Problem. Und trotzdem gibt es dann wieder, also jetzt gerade nicht in meinem Dorf, aber so ein bisschen außerhalb, wenn ich so im Sportverein bin oder so, manchmal so ganz, ganz bestürzende Diskussionen, die ich da führe und die ich auch keine Chance habe zu gewinnen. Also mir macht das auch ganz, ganz große Sorgen, weil ich auch viele Leute eben schon vorher kennengelernt habe, die wirklich mag, mit denen so eine Bindung habe, wie das so bei Sportvereinen auch ist. Und plötzlich dann etwas ganz, ganz Herzloses gesagt wird und ich versuche zu erklären, nee, Griechenland kann sich nicht gegen die Flüchtlinge abschotten, die haben eine Küste, dann müsste man zusehen, wie die ertrinken. Und dann kommt plötzlich, na und? Und das ist immer was, wo mir wirklich dann auch so die Kinnlade offen steht und ich so ganz erschrocken bin, wo so viel Hass und auch so eine Menschenverachtung herkommt von Leuten, mit denen ich richtig so zu tun habe, die ich kenne und auf eine bestimmte Weise auch mag. Und immer so kurz davor bin, kann ich da noch hingehen, kann ich mit denen noch sprechen, und bin da ganz, ganz zerrissen und habe manchmal das Gefühl, da so in so einer Parallelwelt auch umzugehen. Aber es gibt die meisten Leute sind halt, also ich kenne solche Leute, aber es gibt eben die meisten Leute sind schon anders und sind auch dem guten Sachargument zugänglich. Das gibt es da auch. Und es hat sich immer sofort gebessert. In dem Moment, wo die Leute Kontakt mit Flüchtlingen hatten, da wurde es schlagartig sehr viel entspannter, weil man gemerkt hat, ach, der war eigentlich ganz nett, der Ali jetzt, ja. Sein Döner schmeckt auch gut. Ja, ich würde zwei Sachen gerne von Ihnen noch erfahren. Einfach vorschlagen. Eine Lesung mit Ihnen in der Märkischen Schweiz mit diesem Buch, das würde mich wirklich interessieren. Sind wir das?
Einfach ja aufgrund von natürlich so einer klischierten Vorstellung. Das heißt ja immer, in der DDR sei das mit dem Gender-Konflikt eigentlich, hätte es den gar nicht gegeben oder zumindest wäre es die Gleichberechtigung. Ich kenne das auch aus dem jugoslawischen Kontext. Tatsächlich, glaube ich, kann man von einer gleichberechtigteren Gesellschaft sprechen in Geschlechterfragen. Ob das so ist, weiß ich eben nicht, aber das fände ich toll. Ja, aber was sehr schön ist, also ich habe da immer wieder Spaß dran, wenn bei uns dieser Klärwagen vorbeifährt, ein riesiger Laster und da vorne sitzt so eine Frau drin in so einer Latzhose, so einer braunen, mit der ganzen Gülle hinten drin und rauscht in einem Affenzahn bei uns vorbei. Das ist natürlich schon sowas, was es im Westen nicht gab und wahrscheinlich auch immer noch nicht gibt. Da gibt es schon durchaus Unterschiede, aber innerhalb so der Beziehung hat man dann trotzdem noch mal, glaube ich, seinen Weg, so eine Mann-Frauen-Geschlechterkrieg führen zu können. Das andere wäre ein Vorschlag, mit Olaf Scholz eine Buchvorstellung zu machen und ihn dem Kompetenztest zu unterziehen. Ich empfehle dieses Buch als eines der besten Bücher in diesem Frühjahrsprogramm. Besorgen Sie es sich. Karen Duwe ist noch ein bisschen da, um zu signieren, weil es gab so viele Signierwünsche. Ich glaube, das müssen Sie machen. Ich muss meine Verlegerin fragen, die wird gleich an meiner Seite stehen. Ich mache so schnell ich kann und so viel ich kann und irgendwann muss ich aber leider weg. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.